Herzlich willkommen zu unserem Vortrag von unserem Projekt namens Is My Network Safe? Kurz IMNS. Also, ich stelle uns kurz mal vor. Ich bin der Philipp, das ist der Björn, Lazar und Michael. Ja, was wollten wir damit bezwecken? Wir wollten halt einfach zeigen, wie unsicher manche Netzwerke eigentlich sind. Erstmal spezielles Dankeschön an jeden Mentor, der uns geholfen hat. Und wir wollten ja eigentlich erreichen, dass man irgendwie eine Sicherheit hat und etwas zurückbekommt. Das haben wir leider nicht geschafft. Also wir haben jetzt nur geschafft, dass man die Daten sieht und jetzt noch keine Antwort bekommt, was man verbessern würde. Und das wäre eben eigentlich ein Ziel von uns, dass man das so erweitert, dass man eine Anleitung bekommt, wie man das jetzt verbessern könnte und so weiter, genau. Um die Netzwerke aufzuzeichnen, haben wir einen Raspberry Pi 3 verwendet, der von einer mobilen Powerbank betrieben wird und der einen GPS-Empfänger hat, um die Positionsdaten des WLANs, wo die WLANs sind, aufzuzeichnen. Wir brauchten auch noch einen USB-WLAN-Adapter, der Monitor-Mode unterstützt, weil das nötig ist für dieses Programm und das interne WLAN unterstützt das nicht. Ja gut, dann schauen wir uns als nächstes mal erst ein Video an. Das hier sind die ausgewerteten Daten von unserem Raspberry Pi. Da sind wir einmal um den Block hier gelaufen und haben alle WLAN-Netzwerke kartografiert, aufgenommen. Und ja, sage und schreibe, das waren dann auch 820 WLANs in 10 bis 15 Minuten. So, jetzt zur Software, die wir benutzt haben. Als Betriebssystem kam Raspbian zum Einsatz. Dazu GPSD, das war, um den GPS-Sensor mit dem Pi zu verknüpfen und den dann auch in KISMET, das ist das Programm, mit dem man die WLAN-Netzwerke eigentlich kartografiert und abfragt. Danach mussten wir dies in eine Datenbank schreiben, das war mit KISMET, wurde das dann gemacht und am Schluss konnten wir diese dann exportieren mit einem einfachen Python-Script, welches dann eine KML-Datei ausgab und diese kann man dann im Google Earth eigentlich öffnen. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Oh Gott, wie... Okay, ja, das hängt jetzt ein wenig. Dann überspringen wir das. Leider. Ja. Mein Gott. Naja, dann überspringen wir das und gehen zum nächsten. Mann. Ja, egal. So geht es nicht mehr. Ja, machen wir weiter hier. Kommen wir zum Frontend-Teil, respektive zu der Webseite, die wir programmiert haben. Die allergrößte Schwierigkeit war es, die Daten auszuwerten. Das waren etwa 115.000 Zeilen, also es sind ganz 812 Netzwerke mit irgendwie noch 20 Einträgen drin mit Informationen. Zuerst haben wir das Ganze geparst mit JavaScript, respektive einfach die Informationen rausgeschrieben. Später dann im Verlauf konnten wir herausstellen, dass wir das Ganze in eine SQL-Datenbank einfach importieren konnten, dann mit JavaScript das Ganze ausgelesen haben, mit Hilfe von jQuery, mit dieser Framework. Und nun anschließend werde ich euch meine Webseite zeigen, also unsere Webseite, Entschuldigung. Nun eine Demonstration. Grundlegendes zum Design.
haben wir uns dafür entschieden, dass wir ein wirklich ganz einfaches Design verwenden, ohne groß irgendwelche Optionen, die man auswählen kann, sondern man gibt einfach nur seinen WLAN-Netzwerknamen ein und schon kommen alle Informationen. Ich bitte um Geduld, wir haben technische Schwierigkeiten. Computer. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, Windows-Computer, nein. Also Apple-Computer sind genauso schön. Mal die Blase platzen lassen. Cool. Ja, aber großer Applaus, Respekt. 820. Meine Güte.